da sind wir wieder. Jetzt nur allein mit dem Philipp, weil das doch nur Alvar mitbekommt. Ja. Du kommst gerade zu dir, da du von Schnee, der von Schnee von dir Gesicht fallen, geweckt wirst. Und liegst an einem Ort, der dir bekannt ist, liegst du mich kurz vor Wölfen vor. Wenn ich so an mir hinabblicke, bin ich ich du bist oder? Du. Also ich auch in aktueller Situation, ja. Okay, gut. Dann, wenn ich mich umblicke, sehe ich etwas, was mir bekannt vorkommt. Ja, du siehst die Mauern von Wolfenfort, das Tor. Ja. Und das Wappen, was eingerissen ist. Und du siehst das Tor, das zerstört ist. Okay, was? Dann, wenn ich das sehe, sprinte ich drauf zu. Ja, du läufst drauf zu und dir kommt schon dieser Geruch, naja, vom Gebrannt, vom Brennenden entgegen. Und als du gerade dieses Gebäude betrittst, ist das Erste, was dir auffällt, wenn du an der Mauer vorbeiläufst, ein Körper. Du hast ihn vor langer Zeit gesehen, Ilarion. Okay. Du erkennst ihn noch an seinem Körper, denn der Kopf fehlt. Das ist, als wäre er abgerissen worden. Wollen wir noch kurz sagen, wer das ist? Ja, der war für dich Ilarion. Ilarion ist mein Cousin und der Sohn jetzt von dem jetzigen Hauptmann und dem Oberhaupt der Familie. Ja. Sehe ich, wie das passiert ist? Oder wenn ich ihn untersuche? Ist nicht allzu schwer, irgendwas Bestienmäßiges. Und er ist auch so, wie ich in Erinnerung habe? Ja. Also quasi so, als wenn das kurz nachdem ich gegangen bin, passiert wäre. Ja. Fuck. Dann gehe ich weiter rein. Ja, du. Und zieh meine Waffe. Du ziehst deine Dinge. Sie ist schwerer als sonst. Und sprinte nach Hause. Sie ist schwerer als sonst. Ja. Du läufst und nach einer Weile deckst du wieder jemanden an einer Wand lehnen, die dir bekannt ist. Wer war für dich Vegala? Mit hier geschrieben? Sekunde. Muss ich selber gucken. Fiala. Ja, Fiala ist Teil meiner Speertruppe, die ich bei der Stadtwache hatte. Eine Albin und die Freundin, also die Lebensgefährtin von Ilarion. Sie liegt auch dort tot, das ist nicht schwer zu erkennen. Ist wohl an Verblutung gestorben, denn ihr linkes Bein fehlt. Du siehst die Blutlache. Das sieht einfach abgerissen aus. Ja. Du kennst sie, das ist doch eine Frostbestienspur. Also wurden die Frostbestien verursachen. Okay, dann gehe ich nur noch geistesabwesend weiter. Komplett. Du läufst weiter und nach siehst du jeden einzelnen deines Speertrupps tot. Du machst mich fertig. Den letzten, den du erblickst, ist Norta. Ja, vor Norta gehe ich dann auf die Knie. Du siehst Nortans Körper dort liegen und wie sich jemand über ihn gebeugt hat. Magst du beschreiben, wer Norta war? Norta ist der jetzige Anführer der Wolfsläufer und ist Alvars bester Freund. Also den kennt er schon seit seiner Kindheit. Sie haben sich kennengelernt, da war Alvar 4 und Norta 6 und seitdem sind sie beste Freunde. Ja, du siehst eine sehr haarige Gestalt über ihm liegen. So Klauen als Hände und seinen Kopf in der Hand. So ein bisschen betrachten. Wie so eine Katze, die ein Spielzeug betrachtet. Dann gehe ich mit einem lauten Schrei und Tränen in den Augen. Also stürme ich auf ihn zu, um ihn anzugreifen. Du läufst auf ihn zu und merkst, wie deine Klinge auf einmal sehr viel schwerer wird und sich langsam aus dieser ein schwarzer Rauch löst und in die Figur geht. Und dieser Rauch wandelt die Figur und auf einmal stehst du vor dir. Mit einem sehr kalten... Das bist nicht ganz so, als wärst du von schwarzem Rauch geschaffen. Also ein Spiegelbild aus Rauch von mir. Der dich anblickt. Ah, bist du wieder nach Hause gekommen, um zu sehen, was du angerichtet hast? Was ich angerichtet habe? Nun, er deutet auf die Leichen, sich diese Todes du zu verursachen. Du hast deine Freunde im Stich gelassen. Ich habe niemanden im Stich gelassen. Erst ließ du deinen Vater sterben und jetzt deine Freunde. Nein, ich habe ihn nicht sterben lassen.
du weißt es besser. Ich bin du und wir beide wissen, was du über den Tod deines Vaters denkst. Und jetzt sind deine Freunde auch tot. Ein weiteres Mal bist du am Tod so vieliger Unschuldiger schuld. Das ist nicht wahr. Es ist nicht meine Schuld. Er würde seine Klinge ziehen, sie auf dich richten. Es wird Zeit, dass endlich jemand deinen Marsch aufhält. Was? Dann gehe ich endgültig auf ihn los. Du greifst an, kämpfst mit aller Wild und aller Wut, die in dir liegt, aber wer oder was muss es dir scheint, jeden deiner Hiebe vorauszusehen und abzuwehren? Natürlich, also auch ich. Immer ein Ticken vor dir zu sein und irgendwann schlägt dir die Waffe auf der Hand und richtet die Klinge auf dich. Du bist vor dem Tod deines Vaters davongelaufen, hast deine Stadt und deine Freunde zurückgelassen. Und dann hast du einen weiteren Freund gefunden und ihn wieder zurückgelassen. Wie lange wird es dauern, bis du deine neuen Freunde zurücklässt? Ich habe nie jemanden zurückgelassen. Nicht? Deine Mutter? Was ist mit ihr? Meine Mutter ist nicht allein. Und? Deine Mutter braucht ihren Sohn. Was ist mit Mutter? Er deutet mit dem Kopf etwas hinter sich. Und du siehst, wie quasi eine... Da müsste eigentlich nichts sein, weil ihr habt dann erst beim Flächen gekämpft, aber du bist bei dir zu Hause und siehst deine Mutter, wie sie sich erhängt hat. Ich drücke mich wieder zurück zu meiner Schattengestalt. Die steht immer noch nur da. Ja. Heb deine Klinge oder akzeptiere dein Schicksal. Dann hebe ich meine Klinge. Ja, die Gestalt stürmt auf dich zu und in einer Bewegung, die fast noch schneller ist als deine Augen, scheint sie an dir vorbeizuschreiten und du spürst einen Stich in der Schulter. Und dann wird dir wieder schwarz vor Augen. Und als du wieder zu dir kommst, hörst du Gelächter, Gesänge, die du aus Windhorn kennst. Und ja, es riecht nach Bier, warmen Essen. Und es ist nämlich nicht mehr kalt, es ist warm. Ich versuche, meine Augen zu öffnen. Ja, du öffnest deine Augen und siehst deine Gefährten. Aber alle, als wären sie etwas gealtert. Und sie sitzen an einer großen Tafel um... Ja, eine Person herum mit langem Haar sieht dir ähnlich, das bist nicht du, aber sieht man könnte meinen, wie eine ältere Version vielleicht von dir aus. Der, als du aufwachst, lächelt, ah, endlich bist du wach. Wie ich sehe, hast du den Test bestanden. Den Test? Er nickt, wir alle tragen etwas in uns, das uns belastet, mit dem wir täglich kämpfen. Doch... Nur wer sich diesem ergibt und der Trauer verfällt, hat den Kampf verloren. Du hast deine Klinge erneut gehoben. Du bist wirklich mein Sohn. Was? Was? Nun, ich bin dein Vater. Zumindest eine Projektion von ihm. Wer bist du? Also, wer... Für meinen Namen, dazu kommen wir später, aber finde mich. Du hast den ersten Schritt getan, um meinem Namen und meiner Klinge würdig zu sein. Und dieser Klinge würdig zu sein. Und wo kann ich dich finden? Zur rechten Zeit wirst du das erfahren. Und warum habt ihr mich ausgesetzt? Auch das kann ich dir noch nicht erzählen. Aber ich freue mich, dass es dir gut geht und was aus dir geworden ist. Ich bin mir sicher, deine Mutter wird auch sehr stolz sein. Du siehst, wie er kurz flackert an einer Stelle. Er sieht auf diese Stelle. Ich muss leider gehen, aber Alvar, vergiss nicht. Ein Windhäuter steht für seine Freunde und Kameraden ein. Egal, was sie getan haben oder wer sie sind. Vergiss das nicht, mein Sohn. Aber sag mir, wo kann ich dich genau finden? Komm nach Windhäut. Dort wirst du mehr erfahren. Dann sehen wir uns dort. Er nickt
steht auf und würde dich nochmal umarmen. Oh. Ich umarme ihn zurück. Und dann merkst du, wie ein warmer Hauch durch deine ganzen Gliedern geht und bis an deiner Schulter noch einmal warm wird. Okay. Und dann wird dir wieder schwarz vorn, aber diesmal nicht, als würde ich jemand bewusst beschreiben, wo ähnlich ist, sondern... Wie einschlafen. Genau, wie einschlafen. Und dann kommst du wieder zu dir, du bist etwas in die Knie gesackt und stehst wieder in der seidenen Stadt. Okay, das war deep, bitter und böse und schön. Wir holen jetzt mal schnell wieder die anderen ran und dann geht's gleich weiter. Ja. Ihr habt euch gerade unter dieses Gebäude in sich zusammenfallen sehen, wie sich der Nebel langsam lichtet, also der Rauch langsam lichtet und dann steht oder hockt dort besser noch eine Gestalt. War wohl nichts, wa? Ich ignoriere es. Du spürst noch dieses leichte Brennen an der Schulter. Und schaue mal an meine Schulter. Das ist eine Zeit, das ist halt schwierig zu erkennen, ne? Wenn man halt selbst auf die Stelle guckt, nicht ganz so einsichtig. Aber da ist irgendwas eher leicht eingebrannt. Corvo? Ich komme so auf ihn zu. Das war ja mal eine Verarsche. Gehst du rein, geht das... Oh mein! Meine Kappe! Oh! Ah! Wie geht's? Das ist ein Bild auf seiner Schulter. Das oberste nehme ich an. Das hier. Ach so. Aha. Das ist eine Hand. Eine Hand. Das ist ein Kreis und da ist eine Hand drin. Ich würde es nicht berühren. Sieht aus wie eine Verbrennung. Das tut nicht weh. Nein. Was habt ihr gemacht? Was ist das? Ein Kreis mit einer Hand drin. Wissen wir, was das bedeutet? Nein. Können wir jetzt zum Schneider? Nein. Für dich hat sich so angefühlt wie vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, die du dort warst. Warum seid ihr eigentlich schon wieder hier? Was? Wir waren gar nicht weg. Du bist da rein, sie wiesen raus und dann ist es weg. Das ist hinter uns zusammengekracht, das Haus. Und dann lagst du da. Und das Einzige, was noch da war, warst du. Und das war vor einem Moment, ein Augenblick, ein Zwinkern. Deswegen dachte ich, es ist jetzt nicht viel passieren. Ja, außer dass du irgendwelche Verbrennungen hast. Wie war's? Ein Erlebnis wert. Anfangs grausam. Am Ende noch grausamer. Informativ und angenehm. Das sieht aus, als hätte so eine Verbrennung oder sowas. Was ist denn... Vorschlag. Da passiert. Wir gehen zur Spinnhändlerin, wir gehen zum Schneider, dann gehen wir zusammen alle eintrinken und wir reden darüber. Ah, okay. Ja. Ja, ihr macht euch auf den Weg. Jetzt muss ich schon wieder nach irgendwas fragen. Zuerst zum Schneider, ist richtig? Und zuerst zum... Was auf zuerst zur Spinnhändlerin, haben wir gesagt. Ihr geht zuerst zur Spinnhändlerin. Sie lächelt in deine Richtung. Ah, schön, euch wiederzusehen. Wollt ihr vielleicht noch etwas kaufen? Kaufen ist so ein hartes Wort. Sie nimmt das... ja, sie scheint im Moment ehrfürchtig, dieses Symbol anzustarren. Öffnet es. Liest es durch. Sucht euch eine Spinne aus. Ich nehme die da. Was für eine Spinne hat die kleine schwarze mit den Haaren. Eine Seilspinne. Sag ich ja. Natürlich. Hier noch einen Käfig dazu. Mhm. Du merkst so ein bisschen, ja, leichte Angst in ihren Augen. Was ist eigentlich mit dem Kokon, den ich hinten drin habe? Ich hatte vergessen zu erwähnen, es besteht die Möglichkeit, dass man gar nichts in dem Kokon hat. Ach so? Ich weiß nur nicht, was bei euch der Fall ist, aber möglich wäre es. Möglich wäre es auch, dass wir es genau wissen. Ja. Nun, ihr habt, eventuell wurden wir informiert. Ihr habt nicht danach gefragt, es tut mir leid, aber... Ihr habt es nicht gesagt. Krieg ich mein Geld zurück? Nein. Ich gebe auch den Kokon zurück. Wir wurden also übers Ohr gehauen. Auf alle Fälle. Und das als Freunde des Oni. So läuft das hier auf dem Markt. Das tut so läuft gut. Das hier, tja, auf dem Markt. Ich würde euch ja diesen Kokon verkaufen. Freundlichen Helfern und Rettern. Gut, nimmt man 10 Lunare ab. Ich kann euch nicht alles zurückgeben, aber sagen wir 5 Lunare. Also, wir sind hierher gekommen. Sagen wir 6. Okay, 6. Also, hinter Rücken. Das ist ein Einklatschen, du Lutte. Achso.
Ja, ihr seid sicher, dass das Gesindel bis gerade im Moment egal ist. Du hast ja eine Seilspinne halten. Wie hieß ihr nochmal? Hotaru. Ja, Hotaru. Nein. Schön, dass du jetzt bei uns bist. Tschüss. War uns eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hoffentlich wirst du länger leben als dein Namensvetter. Sakaras das? Sakaras das? Okay, das ist ziemlich hart. Aber er denkt es. Dann geht man sieht ihn rein grinsen. Lange schwarze Haare, eine Maske aus Porzellan. Wer? Karten. Den Seidenhändler. Ach, sag das doch. Den Mann ja, Karten. Ah, Kundschaft. Wollt ihr mir noch etwas Neues anbieten? Ja, und zwar diesen Brief. Er liest den Brief, nickt sehr ehrfürchtig. Ich nehme an, ihr wollt ein komplettes Kleidungsverlustnacht sein. Kleidungszentrum, mein Obstzeug. So kriegst du eigentlich da so scheiße wertvollen Scheiß. Deine Spinne hat 35 Lunare wert. Ach, halt doch auf. Eine Tuchrüstung. Was ist denn, wenn ich was drauflege? Ich kann euch dennoch nur eine Tuchrüstung aus dieser Seide herstellen. Eine schwere Tuchrüstung. Ihr würdet nicken, ihr müsstet den Preis für die normale Tuchrüstung zahlen. Ihr würdet allerdings den Aufpreis dafür, dass ihr aus Nachtseide hergestellt ist, erlassen bekommen. Das muss ja sowieso Qualität 2 sein, also das wäre ein Punkt Behinderung weg. So, jetzt mein OT. IT. Sagen wir mal, ich hätte gerne eine etwas dickere Tuchrüstung, die aber mich nicht allzu sehr in meiner Bewegung behindert. Ich muss recht viel... Er muss agil sein, weil er ein kleiner Tau nichts ist. Er würde... Ja. Was? Er würde nicken. Ich kann euch das anfertigen. Aber ich kann nicht mehr machen, als den Preis der Nachtseite zu ignorieren. Ja. Und es wäre ein Aufpreis von 15 Lunar, ne? Jeweils. Also 30. Und noch der Preis der Tuchrüstung. Hat jemand noch 5 Lunare? Ich habe zufälligerweise gerade eben erfahren, dass unser reicher Adliger noch Geld über hat. Hier nicht so viel Geld hat. Werde ich ihm jetzt noch 5 Lunare geben. Ich kann euch auch meine alte Tuchrüstung geben. Jetzt weiß ich auch gerade einen Beutel. Was hat die? Die kommt gerne leer entgegen. Was ist die für eine leichte Mittel? Eine ganz normale, leichte Tuchrüstung. Was kostet die? Keine Ahnung. Fünf? Ich habe keine Regel weg hier. Hast du eigentlich... Ach so. Hast du nicht noch die leichte Lederrüstung? Ja. Ich hab nur das ist ein Geschenk. Ich wollte nur fragen. Die aus Haifischleder? Ja. 6 Lunare. 6 Lunare, dann kostet die schwere Tuchrüstung? 8. 2. Insgesamt wären das dann 35 Lunar. Wenn ich die Tuchrüstung mitgebe. Ja. Hat jemand noch 9 Lunare? Sekunde, ich schau noch einmal kurz was nach. Ja, habe ich. Überraschung. Könnte auch. Gut, dann habe ich jetzt noch ganze 3. Reicht wir können uns nichts. Das ja. Wenn man am Rande der Welt. Wir können uns das ja aufteilen. Reicht doch. Ja, wenn jeder 3 dazu gibt, reicht es. Ich habe Vermögen. Okay, dann gibt jeder 3 dazu. Also, wenn es keine Umstände macht. Walgrim? Na gut. Walgrim, ihr seid immer so verschwiegen ob dem Inhalt eurer Weltbörse. wie viel habt ihr eigentlich an... Keine Ahnung, hab ich genau nachgezählt. Zeigt doch einmal kurz. Rein aus Interesse. Den Inhalt meiner Geldbörse geht dich nichts an.
Du geldgieriges Stück Scheiße! Dürfte ich kurz eine Maß nehmen? Ja, denn. Ihr seht, wie er. Kriegt er nicht einen Rabatt, weil er so klein ist? Nein. Wir sparen Stoff. Er ist ein ehrenwerter und ehrenvoller Runenkrieger. Der würde uns nie ob seines Reichtums belügen. Ihr merkt übrigens, dass er kein Maßband oder übervorteilen ist, sondern der quasi sich einfach, dich einfach von oben nach unten anguckt, das quasi mit seinen Augenreflex abmisst. Wo soll ich es hinliefern lassen? Es wird brauchen, bis ihr die Seiten in diesem Berg lassen. In das Teehaus, wo Blume arbeitet. Drei. Er nickt. Drei von mir, drei von dir, drei von ihm. Und er zeigt den Rest. Es war meine Freude, euch zu treffen. Die Freude war ganz meinerseits. Aber wir treffen uns ja öfter mal. Schließlich habt ihr ja Haare von mir. Hm. Ihr lächelt. Vermutest du, eine Maske sieht man nicht wirklich? Die Augen zeigen es. Ich freue mich bereits, wenn ich das erhalte, was ihr mir gegeben habt. Und er blickt damit sehr eindeutig zurück zum Zwerg. Ja. So schlimm wird es auch wieder nicht. Ja, gut. Geht in die nächste Taverne. Und ihr seht, wie der Beutel von Karas nur noch ganz, ganz schmal ist. Im Gegensatz zu der von zu dem vom Wald. Der so runterhängt. Wir haben nichts, wir haben nichts. Ich hab Glücksteine im Beutel. Damit das Geld nicht. Diese Glücksteine sind immer da drin. Das heißt nämlich, die ziehen das Geld an und das wird dann nicht weniger. Ja. Ich bin dafür, wir sollten einmal über eine Gruppenkasse nachdenken. Das wäre sinnvoll, so oft wie wir zusammen reisen. Oder Walgrim? Ich kann im Moment leider nichts einzahlen. Das ist okay. Dafür ist eine Gruppenkasse da. Ja, könnte man anfangen. Und dann sollten wir auch immer in gleichen Teilen geben. Ja, ich finde, jeder sollte so viel geben, wie er kann. Das wird jetzt prozentual ganz schön. Zwei Lunare kann ich geben. Trete so ein Stück näher und lunche mal in den Beutel rein. Ich guck so von weitem und schätze so mit der Größe und Dicke des Beutels. So viel Telare haben wir auch nicht erhalten. Wie viel Geld hat Walgrim denn noch? Lunare. Noch 22 Lunare. Und wenn ich so überlege. Walgrim. Dem, was du jetzt gerade noch in hat meinem wahrscheinlich Beutel ungefähr war. So viel Geld wie wir, die restlichen drei zusammen. Man sieht nur den Kopf von Karas Diagramme, Tabellen, Vergleichsbilder von Adligen und reichen Kaufmännern. Du hast absolut keine Ahnung. Na, wenn dann Straßenkunde. Ich bin da kulturkundig. Nein. In Straßenkunde? Gegen die 35. Was? Du willst, er will ein mit Geldbeutel gucken, wie viel schätzen. Geld da ist. Nein, nicht genau. Ich möchte etwas schätzen. Es ist über 10, 20, 30 Lunare. Naja, und wie genau es ist denn? Naja, es ist. Du hast ca. 30 Lunare. Nö. 30 wärst du ungefähr ein Abschätzen. Das sind. Wenig genau. Das ist ein. Wie viel habt ihr noch? 9. Ich hab, glaube ich, noch. Ja. 15. Ich habe noch 9 Kupfer. Das heißt, wir kommen auf. Was? 25. Sagen wir 24. Mhm. Und ihr? Ähnlich. Etwa genauso. Oh, überschlagen. 22 und 82 Kupfer. Grob überschlagen. Natürlich weißt du das genau. 1, 2, 22. Diese Zwerge sind genauso, wie man immer sagt. Tja, ich kann wenigstens auf mein Geld aufpassen. Ich möchte, sobald er deinen Geldbeutel nicht mehr im Auge hat, ihn bestehen. Nee, das ist. Und da hast du schon was genommen von? Nee.
Finger. Hast du eine leere Flasche gegeben? Gegen Wahrnehmung von Walter. Ich meine, ihr geht letztens zur Taverne. Die war schon angefangen. Ne? Was schaust du nach? Ja, weil wie viel mein Beuteschneider bringt. Vielleicht Felix Poff und ich haben es schon. Gut. Felix Poff und ich haben es schon. Ist da noch eine Frage? Tobi. Den Napf ist leer, du kleiner Schlumpf. Achso, ich hätte wieder ein Risikowurf, Felix. Eine Mann oder ein Risikowurf. Ich möchte ihn vorher aber noch quatschen. Ich darf doch gar keinen Risikowurf machen. Natürlich, warum nicht? Ja, weil ich das nicht mitbekomme. Deswegen darfst du, also rein regeln, dass ich möchte ihn aber vorher noch bequatschen, also so schön. Dann mache ich Risikowurf. Also, der Risikowurf ist halt einmal, dass der Abenteuer gibt sich große Mühe und zum anderen ist es halt auch so ein bisschen das Glück herausfordernd. Wie gesagt, als Splitterfinger so ein bisschen mit dem Schicksal verbunden. Also kannst du es auch unbewusst machen. Und während wir da so laufen, weil er dann zu quatschen. Weißt du, Malgrim, hättest du bei dem Oni. Ja, ich weiß. Mal den Mund gehalten. Und hättest. Ja. Da hättest du ja eine Hand bekommen. Und hättest du mit den 22 Lunaren die mindestens 2 Wurfhämmer kaufen können. Ja, na und. Und würde dann gerne mit Redegewandtheit ihn ablenken. Ja, damit dann kommt jetzt mit Redegewandtheit. Hast du die Meisterschaft dafür? Ja. Cool. Wenn du nicht täusche pro EG. Nee, ich krieg durch die Meisterschaft plus 5 bei meinem Versuch. Ah, okay. Ihn ablenken. Dann brauchst du nicht Redegewandtheit. Wie hieß die nochmal? Dann sind das erstmal 30 bei der Ablenkung. Otaru. 30 bei der Ablenkung. Was ist dein GW? 21, nee, 20. Geh mir nur noch plus 3, wenn das für dich also, der ist, glaube ich, ein leicht positiver und wenn ich genug Erfolgsgrade habe, wahrscheinlich auch ein stark positiver bei 5 Erfolgsgrade. Ja, dann noch ein stark positiven, also plus 4. Nochmal so gut. Sechs, ja. Ziemlich gut. 32. 33. Warum soll das so knapp sein? Du merkst aber, dass Mann. Es ist ohne EG. Dann ist es ja kein starker. Bei knapp misslungen ist es sogar noch so, dass er misstrauisch ist, aber er mich nicht bemerkt und ich nicht stehen kann. Also er merkt es nicht, wenn ich ihn geschafft habe zu bestehen. Ja, du merkst, er bemerkt, dass ihm irgendwas geklaut wurde, aber nicht wer. Er merkt es erstmal gar nicht. Ja, aber er peilt das schon. Irgendwann werde ich es dann merken, dass irgendwann schon. Genau. Irgendwann merkt jeder, dass er beklaut wurde. Ja, aber es war jetzt nicht so, wenn er zu ihm peilt, es dauert auch eine Weile, ehe er es überhaupt bemerkt. Aber so ein bisschen knapp eher. Geworden hätte ich, das hatte sich nicht an. Aber du weißt auf keinen Fall wer. Die Sicht hat er auch noch angehangen. Ja sogar mit EG. Wir sind Menschenmenge gegangen. Da kann es jeder gewesen sein. In die Taverne erstmal, oder? Ja, bitte. So, dann sitzen wir da so. Wie hast du mir geklaut? Weil das alles. Dein Beutel. Den kompletten Beutel, als ob ich das nicht merke. Natürlich. Das. Also wenn man nicht darauf achtet, merkt man sowas gar nicht mal so schnell. Nee. Also du musst mal diesen Meistertaschen nehmen, du merkst nicht mehr, wer deine Uhr fehlt. Ja. Oder deine Krawatte. Oder deine Hosenträger. Dein Gürtel. Oder deine Unterwäsche. Er hat quasi mit dir gequatscht, irgendwann mal so leicht irgendwo ging davon, zack, war dein Beutel weg. Also jedes Mal mit Berührungen auf deine Aufmerksamkeit ganz woanders hingelockt und deinen Blick auch. So dann sitzen wir in der Taverne zur singenden Fee. Ich habe die Wirtin rangewunken, für jeden ein Bier bestellt. So. Eure merkwürdige Verbrennung. Ja. Also, ich erzähle die Geschichte von Anfang an. Ich bin da rein, habe die Münze abgegeben und dann wurde es schwarz. Dann seid ihr aufgewacht und war bei uns. Und es war kalt. Ach so. Schneeflocken fielen mir ins Gesicht. Ich war zu Hause. In Windhund. Vor meiner Stadt. Dort fand ich Leichen von meinen Freunden. Die sahen genauso aus, wie ich sie zurückgelassen habe, als ich damals gegangen bin. Zuerst von meinem Cousin die Leiche.
dann von einer Freundin von mir. Und dann von meinem besten Freund. Die Köpfe wurden abgerissen, die Beine rausgerissen. Und den Kopf von meinem besten Freund hielt eine Kreatur in der Hand. Eine haarige Kreatur. War es wie eine Frostbestie, oder? Saß eine Frostbestie auf der Beine. Hattest du so noch nie gesehen. Okay. Also wie eine Frostbestie, aber irgendwie auch anders. Und sie hat sich zu mir umgedreht und hat gesagt, dass ich da ja endlich sei. Und dann hat sie sich verwandelt in ein Schattenspiegelbild von mir selbst. Und hat gesagt, dass ich an all dem schuld bin und dass ich meine Freunde zurückgelassen habe und sie deswegen gestorben sind. Und als sie nach meiner Mutter fragte, zeigte er nur nach hinten und ich sah, wie sie sich erhängt. Also welche Mutter? Meine Adoptivmutter. Sie hat sich erhängt zu Hause. Ja, aber das ist ja nur eine Art Traum gewesen. Ich dachte, es ging um eure wahren Eltern. Ich habe die Kreatur angegriffen. Und sie hat mich entwaffnet. Und ich habe sie wieder angegriffen. Mein Schwert wieder aufgehoben und sie wieder angegriffen. Doch sie war viel schneller als ich und hat mich überwältigt und mir einen Schnitt an der Schulter verpasst. Also genau da, wo ich jetzt dieses Symbol habe. Und es wurde mir wieder schwarz vor Augen und als ich erwachte, saß ich in einem Raum mit meinen ganzen Freunden. Und einem Mann, der aussah wie ein älteres Abbild von mir selbst. Und es stellte sich heraus, dass es mein Vater war. Er hat mir aber nicht gesagt, wie er heißt. Er hat mir nicht gesagt, wo er ist. Er sagte nur, dass er stolz auf mich ist und auf das, was aus mir geworden ist. Und dass ich die Prüfung bestanden habe, um das zu sehen, was danach kam. Deswegen er auch stolz auf mich ist. Und dass wir uns wiedersehen werden, wenn ich... Also, Näheres erfahre ich erst, wenn ich zurück nach Windhold komme. Also, für mich klingt das alles so ein bisschen nach Wischi-Waschi-Hirnzauberei. Hirnzauberei. Wischi-Waschi-Kopfzauberei. Aber woher... Also... Wie? Na, mit den Wischi-Waschi-Bildern aus deinem Kopf. Also, das heißt, sie haben meine Gedanken gelesen und daraus das projiziert, was ich gesehen habe. Ja. Und deswegen... Und das? Das ist irgend so ein Wischi-Waschi-Bild. Danke, Corvo. Große Hilfe. Welche Augenfarbe? Hat er auch meine Augenfarbe? Ja. Und er saß an einem Tisch mit all meinen Freunden. Ja. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, dass das dein Vater war und nicht du selbst. Er sagte, er ist mein Vater. Ja, das ist dein Zukunfts-Ich gewesen. Er wollte dich nur beruhigen. Oder du hast wirklich recht und sie haben einfach nur mich älter gemacht in meinem Kopf. Ja. Aber ich muss es trotzdem wissen. Also ihr wollt zurück nach Windhold. So schnell wie möglich, ja. Ja, aber wir müssen doch. Wir müssen ja erstmal Dinge tun. Ja, danach können wir ja immer noch. Was wollen wir denn jetzt schon wieder nach Selenia? Na, meine. Oh, ihr und eure Eltern! Das werden wir tun. Eins nach dem anderen. Und du bist natürlich vor mir dran. Natürlich? Naja, du hast es schließlich zuerst erfahren. Achso, ich gebe erstmal eine Runde mit dem iorischen Wein aus. Ganz schön wässrig. Wie zu Hause. Aber ich fühle mich jetzt besser. Es ist nicht so gut wie metallischer Wein, aber es ist Wein. Ich habe gehört, richtig gut soll der dalmarische Wein sein. Sind wir in irgendeiner Taverne und ist das Teehaus, wo... Ja, das ist zu süß. Achso, ich dachte zu singenden... Es ist nicht das... Also ich kann doch zum Teehaus gehen, was mich die singende Fee... Ist Blume da? Nee, dann sind wir jetzt bei der singenden Fee. Seid ihr jetzt in das Tavernenhaus gegangen? In irgendeine Taverne oder in das Teehaus? Also im Teehaus gibt es Alkohol. Der schenkt da auch das aus. Ja, dann sind wir im Teehaus. Dann ist auch Blume da, ja. Blume? Ja. Also, ihr wollt ja immer eigentlich Sachen für, also, Gefallen für Informationen haben, aber vielleicht könnt ihr mir ja sagen, und ich zeige mir halt auch auf meiner Schulter das Symbol, was das vielleicht bedeutet. Sie überlegt. Eine Antwort für eine Antwort?
Ich stelle euch eine Frage, ihr beantwortet sie mir nicht, beantwortet euch diese Frage. Na schön. Wie lautet die Geschichte, wie ihr dieses Symbol bekommen habt? Die Münze, die ich euch gezeigt habe? Mhm. Da habe ich das Symbol herbekommen. Quasi durch ein Schattenabbild von mir selbst, denke ich. Habt ihr diese Idee immer wieder euer Schwert gezogen? Hey, eine Frage. Natürlich. Sie überlegt ein bisschen. Nun, wie formuliere ich das? Es zeichnet euch ein Zelt aus. Was? Oh je. Jetzt wird's kitschig. Wisst ihr, was der Mond im Fall ist? Oh je. Nee. Selbstverständlich weiß ich, was das ist. Und kennt ihr die Geschichte der Splitterträger? Ja. Nun, ach, nicht schon wieder die Geschichte. Das waren schöne Kindergeschichten. Zeichen. Nur Splitterträger haben so ein Zeichen. Da hat letztens schon mal jemand mit angefangen. Moment, also soll das bedeuten, dass das ganze Gerede davon, dass wir Splitterträger sind, wahr sein soll? Sie nicht. Wieso, wir alle? Jedenfalls, was mich betrifft. Bei euch weiß ich es nicht. Das heißt, ich bin so ein... Mein Schicksal ist vorbestimmt? Sie scheint zu überlegen. Ich finde das eine sehr nicht zwingend die richtige Auswahl. Schickt sie dann viel mit euch vor. Sagen wir es so. Und dennoch ist jeder in der Lage, sein Schicksal ein wenig selbst zu bestimmen. Das erklärt einiges. Warum wir immer... Du bist schuld. Was? Na klar, natürlich ist der Adlige schuld. Der Adlige ist immer schuld. Nun, wie sieht es mit meiner Antwort aus? Habt ihr seitdem eure Klinge mal gezogen? Nein, habe ich nicht. Wie sollt ihr das mal versuchen? Jetzt zieht doch eure Klinge. Jetzt hier drin. Mein Güte, das ist ein Schwert. Was soll denn passieren? Ich lege es auf den Tisch und ziehe die Klinge ein Stück aus. Du merkst, dass hier ein wenig leichter ist und ein bisschen von dem Schwarz. So von deiner Hand aus, als würde man in totaler Dunkelheit so ein kleines Feuerzeug anmachen. Aber Dunkelheit dagegen angeht, aber so ein bisschen leichtes Licht geht davon aus, vielleicht bläuliches Licht. Du entfluchst dein Schwert. Sehr gut. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das wird sich herausstellen. Dein verfluchtes Schwert. Ja. Wird entflucht. Ja. Weil du irgendeinen komischen Mondbrocken in dir trägst. Du hast ziemlich viel Wischiwaschi in dir. Ja, was er sagt. Warum habe ich ziemlich viel Wischiwaschi? Und ein Wischiwaschi-Schwert. Wir sollten diese Formulierung beibehalten. Und er ist ja schließlich auch nur ein Wischiwaschi-Adliger. Wir benutzen Wischiwaschi, ist ja mit magischen... Pass auf, mein Freund! Die Blume erhebt sich und er blickt in kurzen Karas Richtung einen leicht verwurfsvollen Blick. Meine Kunden warten. Und sie geht dann. Sie lächelt dich immer so an. Das ist mein Aussehen. Meine Schuld, dir nur steht nur auf deinem Körper. Und auf den Gefallen. Achso, ja, stimmt. Noch einer, stimmt ja. Meine Güte, du bist schon so eine kleine Feennutte. Er reitet uns immer in die Scheiße. Ja, aber die Scheiße ist nur da, weil ihr da seid. Ihr könnt ja gehen. Aber ich dachte, wir sind Freunde. Dann beschwert euch nicht. So funktioniert das nicht. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Was ist denn? Er wollte uns gerade sagen, dass er das Bier bezahlen möchte. Ach, schön. Ach, weil er der Reiche unter uns ist. Selbstlos. Ja, nicht der Adlige. Nicht der Adlige, nee. Er ist nicht selbstlos, das wissen wir. Aber wenn er zahlt, dann hätte ich bitte gerne noch einen Schnaps. Ich wurde geklaut! Was? 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 Von wem? Wenn du Geld hast, ist es weg. Ah. Das ist die erste Frage, die ich auch immer stelle. Reflex. Der Zwerg, der immer so schön auf seine Geldbörse aufpassen kann, hat seine Geldbörse verloren. Stimmt, derjenige, der vorhin sagte, mein Geld ist jetzt noch immer sicher, ich kann mal auf mein Geld aufpassen, deswegen habe ich so viel. Ich erinnere mich. Wie viel Geld habt ihr eigentlich noch? Ich steh auf. Mario, wo willst du jetzt hingehen? Ich werd das Bier nicht zahlen. Ich gehe in Richtung mein Zimmer. Oh. Und lass dabei alle Zauber fallen. Oh, wie so eine Flamme, die aus.
Schau mal einer der an. Läuft nur auf Geld. Priester für Glaubenskrise. Der läuft nur auf Geld. Da brauch ich mein Gottesglauben. Ohne Geld, ohne Geld funktioniert das nicht. Das ist wie sein Öl. Er tut mir schon ein bisschen leid. Wann geben wir es ihm zurück? Krass! Du bist ein verdammtes Arschloch. Warum? Aber die Idee ist super. Er hat's verdient. Ja. Ein wenig schon. Er passt aber eben auf sein Geld auf. Also jetzt vielleicht. Er ist ein geiziger Drecksack. Ein geiziger, gieriger Drecksack. Und du hast deinen Mund nicht unter Kontrolle. Ich habe meinen Mund sehr wohl unter Kontrolle. Ich sage, was ich will und wann ich will. Das ist eine sehr gute Kontrolle. Ja. Ansichtssache. Außer Kontrolle wäre, wenn ich Dinge sagen würde, die ich gar nicht sagen möchte. Vielleicht solltest du versuchen, nicht Dinge zu sagen, die du nicht sagen solltest. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber vielleicht solltest du das einfach mal probieren. Warum sollte ich mich zurückhalten? Tun die meisten Leute eh nicht. Oder sie tun so vornehm und pinke. Ich gieße oder und hintenrum, ja? Ich mache jetzt den iorischen Wein alle und kipp jedem noch was ein. Auf pinke. Auf pinke. Wie die meisten hier von deinen adligen Freunden tun die ganze Zeit so vornehm und schön und sagen immer nur nette Sachen vorne raus und hinten raus, ja, da stecken sie dich ab oder beklauen dich oder quetschen dich aus. Aber oder irgendwas. Das klingt auch ein bisschen so wie zu Hause. Es kommt doch immer darauf an, wo man ist und nicht alle, also können nicht alle über einen Kamm scheren. Also, ja, das seht ihr doch. Hättet ihr bis jetzt nicht gewusst, dass ich Adliger bin? Naja, das erklärt jetzt vieles. Ihr seid verarmter Adel, das ist was anderes. Ich bin kein verarmter Adel. Schaut in eure Geldbörse. Könnt ihr Poesie? Was? Minnensang? Was? Für la, la 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 la. Nicht? Nein. Warum sollte ich? Es war eine Frau im grünen Kleid. Karas, ihr Gesicht war so schön, ihre Hüfte so breit. Was? Nein. Ich muss dir etwas sagen. Ich gebe dir nicht meine Hand dir. Ich muss dir trotzdem mitteilen, man kriegt nicht Frauen einfach durch Gesang oder durch Poesie. Aber alle machen Minnensang. Nicht alle. Sag mal. Aber auch richtige Ritter machen Minnensang. Was? Ja. Ja. Habe ich so gehört. Dalmarien, in Selenia, in Zwingard. Das ist jetzt ausgedacht. Nein. Ich habe mal einen zwingardischen Ritter getroffen, der konnte Minnesang. Nur weil er es kann, heißt es doch nicht, dass es alle können. Er hat mir das erzählt. Was, dass es alle können? Nein, dass das eine weit verbreitete Kunst ist. Es ist eine weit verbreitete Kunst. Vor allem unter den Rittern. Und gerade die Ritter sind alle sehr gute Minnesänger und geben sich darin Mühe. Aber heißt doch nicht, dass das alle tun müssen. Das ist richtig. Aber viele. Ja. Und dann könnt ihr wieder sehr schön singen von eurer schwarzhaarigen Freundin mit den breiten Hüften. Kenne ich die? Das weiß ich nicht. Ihr müsst sie ja mal anminnen. Muss ich nicht. Was machen Adlige sonst den ganzen Tag? Die machen doch so Gedichte und Minnensang und herumkommandieren. Das Volk ausschröpfen. Ich bin der Sohn einer Ritterfamilie. Steuern einnehmen. Steuern eintreiben. Ich habe das Gefühl, ihr habt ein ganz falsches Bild vom Adel. Also, naja. Ich glaube, ihr habt ein ganz falsches Bild vom Adel. Vielleicht sind viele Adlige, die ihr kennt, so. Aber es sind nicht alle so. Und auch nicht. Also, ich bin ja auch kein Baron oder Graf oder dergleichen. Also, man ist erst ab einer bestimmten Adelshöhe ein Arschloch. Nein. Ist er nicht auch selbst der, der alle Schoten so. Also, das Gesindel über einen Kamm schert? Wer schert denn ein... Was? Ich schere doch auch nicht alle über einen Kamm. Aber am Anfang warst du ziemlich, ja, schwarz-weiß. Es tut mir leid. Ich kannte es bis dahin noch nicht so in dem Ausmaß, wie ich das vielleicht nicht oft erlebt. Was denn? Weil ich nicht in diesem Stand aufgewachsen bin. Was denn?
Na, wie das Leben in den unteren Schichten ist. Hast du das gehört? So sagt man es nun mal. Es tut mir leid, das ist aber nun mal so. Gut, noch ein Bier, Herr Wirt. Ich möchte das Leben in den unteren Schichten genießen. Was man hier sagt, das wird gegen einen verwendet, oder? Das ist der Grund, warum ich es immer geheim gehalten habe. Du hasst den Adel. Er hasst den Adel. Nur ihm wäre es egal gewesen. Und Brandon kennt keinen Adel. Ja. Die haben sowas nicht. Das weiß ich gar nicht. Also können wir einfach so tun, als wäre ich nicht vom Adel, außer es ist notwendig. Ich wäre sehr zufrieden damit, wenn er mich nicht die ganze Zeit so behandelt würde. Bist du ein Alva. Sir? Letzten Endes ich bin kein Ritter. Muss man ja geschlagen werden, ne, zum Ritter. Ja. Er wurde schon oft geschlagen. Aber nicht zum Ritter. Aber wie ein Ritter. Also, mir ist es egal, ob du ein Seher von und zu an Pferdereien bist, keine Ahnung, oder ein Baron Hunzenklotz oder so ein kleiner Gossenjunge. Das ist mir total Wurst. Ja, scheißegal. Du bist ein Freund und das ist doch das, was zählt. Hauptsache, du bist kein Arschloch. Ich geb mir wie die anderen Adligen halt. Komm mal bitte. Wenn wir irgendwann in Windholz sind. Ich versuche dir das Gegenteil zu beweisen. Ah, wir werden sehen. Na gut, ich denke, es wird dann auch Zeit, ins Bett zu gehen. Ja, immer dasselbe, gerade wenn es Spaß macht. Achso, wegen der Geldbörse. Lass die Zimmertür offen. Muss ich sie wirklich offen lassen? Nein, aber wir können es ja sparen. Na ja, dann. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Freunde. Jetzt nimmt er das auf die Goldwaage, ne? Du hast damit angefangen. Boah, hast du ich sag's nie wieder. Du hast dir eingebrockt. Unsere Helden legen sich hin und fast also. Ich warte noch zur tiefsten Nacht, schleicht wieder noch rein und. Achso, ihr findet übrigens den Rucksack von Waldrum so. Das ganze Zeug so ausgeteilt. Auf dem Boden. Wahlgrin. Aber ich schlafe schon. Ich räume das nicht auf. Du musst da irgendwas dazwischen liegen, einfach. Ja. Du schleichst dich in das Zimmer und dann vermutlich wieder raus. Und du trittst gerade raus, als Blumen an der Wand lehnt. Ich liege im Bett. Zu dir blickt und aufs Dach deutet. Und dann zum Fenster geht. Und dort quasi einmal raus und nach oben springt. Ich dachte, sie fliegt so raus. So in derselben Pose wie Lea in dem neuen Star Wars. Alter. Warum? Und nach oben kommst du dich einen Moment an und überlegt. Und was sie dann sagt, werde ich nur noch Flo sagen. Oh, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. Und wir sehen uns aber wieder im nächsten Part von Seidenstadt. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.